feminin, sie ist, die Mode ist zum, wenn man wirklich mal nur die Teile betrachtet, sind zum Teil sehr zurückhaltend, wirkend aber dann wieder durch die Accessoires und durch die Accessoires dann schon wieder, wirken sie schon wieder provokant, ja, auf der einen Seite zurückhaltend, aber dann doch wieder fast provokant und sie ist sehr farbenfroh, sehr feurig, sehr, sehr lebensfroh, so Lebenslust aufkommen. Das ist, denke ich, ganz wichtig, dass man sich auch im wahrsten Sinne des Wortes verkleidet oder eine zweite Haut anpasst. Denn es geht mir so, wird Ihnen vielleicht auch so gehen, man hat Tage, da trägt man lieber das eine Outfit, am anderen lieber das andere. Und an diesem Tag möchte man auch kein anderes Outfit tragen, weil man sich einfach in dem Speziellen sehr, sehr wohl fühlt. Und man schlüpft in eine andere Haut. Und das ging auch den Mädchen heute so, die Models sind, flippen total aus, sind total begeistert, weil es einfach, es ist ein Rausch der Farben und der Formen und die inspirieren. I'm Gemini with Ascendant Lion. Ich habe immer Stoffe aus der ganzen Welt und man lässt sich ja auch beeinflussen aus der ganzen Welt, das ist ja auch richtig so. Und es ist Sommer 2000 und es soll einfach Lebensfreude signalisieren. Ich möchte auch keine Trends setzen, dieser Quatsch mit Trends setzen. Trends machen die Kunden selber, die setzen die Trends auf der Straße. Man prägt einen Stil und diesen Stil benutzen dann die Kunden oder diesen Stil brauchen die Kunden, benötigen die Kunden, um sich dann aus diesem Stil ihre Sachen zu picken und einen eigenen und den Trend oder ihren Stil, ihren eigenen Trend, ihren Stil dann wieder daraus zu kreieren. Und das ist ja bei allen großen Häusern, wenn Sie schauen, ob das jetzt die Pariser Couturiers oder wer auch immer haben, machen eigentlich Stil. Sie haben ihren eigenen Stil, sie haben ihre eigene Richtung. Und von das früher, das ist, wissen Sie, dass man sagt heute, jetzt ist das Trend, man trägt Mini, alle tragen Mini, das gibt es ja schon lange nicht mehr. Sondern der Kunde erlaubt, das erlaubt ist, was gefällt. Und so finden sich dann auch immer die richtigen Kunden bei den richtigen Designern. Ein Purist wird nie zu meiner Show kommen, der kriegt eine Krise. Und die anderen sind total begeistert. Ich meine, wenn sie etwas Extremes machen, gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder die Menschen sind total begeistert, sie verehren sie fast, ja, vergöttern einen, oder sie finden es furchtbar. Und das ist auch richtig so.